Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Winke Bönig. Ich möchte Ihnen heute das Buch Das Werkzeugbuch von Christian Thielmann vorstellen. Es ist 2014 im Carlsen Verlag erschienen und ist Teil der Reihe Mein Freund Max. Wie schon der Titel hier verrät, handelt es sich um ein Bilderbuch mit vielen Klappen, das sich um Werkzeuge, das sich mit Werkzeugen beschäftigt. In der Geschichte begleiten wir Max und seinen großen Bruder Felix, die für ihren Großvater ein neues Hühnerhaus bauen wollen. Und auf der einen Seite wird immer hier die Geschichte erzählt. Es befinden sich ein paar Infoboxen, zum Beispiel hier der Plan oder eine Auflistung, was man so am Anfang alles braucht, bevor man mit der Arbeit anfängt. Und auf der anderen Seite so interaktive Klappen, so szenische Darstellungen, die sich dann um die einzelnen Schritte nochmal näher fokussieren, sei es jetzt hier ein Blick in die Werkzeugbank, in die Werkstatt, oder später werden einzelne Werkzeuge ausführlicher vorgestellt. Wie gesagt, wir begleiten Max und Felix vom ersten Schritt an, also von der Planung des Hühnerhauses bis zur Fertigstellung. Wir sehen hier, das Buch hat ganz, ganz viele Klappen, die die Kinder zum Entdecken animieren. Das heißt zum Beispiel hier unten auch so ein Zollstock. Aber wir erkennen leider auch hier so ein bisschen den Nachteil von manchen Klappen. Die sind sehr, sehr, sehr knapp hier festgemacht. Wir sehen hier schon so diesen ersten Knick und können sehr schnell abreißen, verknicken und verloren gehen. Das ist wirklich ein Nachteil von diesem Buch. Vorteil ist, dass man versucht hat, mit manchen Mitteln die Kinder, die auch mit den Sinnen, also mit dem Tastsinn, die Unterschiede von Werkzeug war, klar zu machen. Also sei es hier die Säge mit dem großen Blatt oder hier die Säge mit den kleinen Zehen. Also manches kann man, wie zum Beispiel so eine Andeutung von so einem Aussägen des Herzes. Manches soll irgendwie so ein bisschen die so eine Interaktion machen, die, auf die man aber erst spät kommt. Also das muss so ein bisschen Entdeckerfreude sein. Sei es jetzt hier zum Beispiel mit den Einlage kann man hier mit dem Hammer erreichen. Muss man ein bisschen aufpassen. Oder die anderen hier mit dieser über die Seite drüber weg, mit der Kneifzange. Ganz zum Schluss, das ist nicht mehr, das haben wir rausgenommen und schon zusammengebastelt, gibt es noch so ein das Hühnerhaus aus Pappe. Das ließ sich nicht ganz so einfach zusammenstecken. Also selbst Kinder mit 3 Jahren haben da sehr, sehr große Mühe. Man musste ein bisschen die Laschen, die ineinander stecken werden, abschneiden und zurechtschneiden. Also, es ist ein Buch, was sehr gut die Werkzeuge erklärt, interaktiv ist mit den vielen Klappen. Hier und da gibt es ein paar kleine Schwächen. Genaue Rezensionen finden Sie in meinem Blog kinderbibliothek.blogspot.com. Den Link setze ich in die Box rein, in die Infobox rein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Buch oder mit einem anderen Kinderbuch. Bis zum nächsten Mal, Winke Bönisch.